So, los geht's. Man kann sehr wohl umstellen. Ihr müsst mal, übrigens, kleiner Tipp, einfach mal F5 drücken, den Stream neu laden. Da ich zweimal wieder offline gegangen bin. Einfach mal F5 drücken, dann dürft ihr die Quali auch wieder umstellen können. So, der Push geht bisher auf. Die Tür ist jetzt offen. Und dann kriegt sogar noch einen Frag an der Katze und kommt sogar nochmal weg. Super Support von den Mates. Was eine krasse Pistole. Oh, Nexus kauft. Viele Westen gehört. Und dann nochmal bei unten auf. Nugi der Einzige in der Lobby. Ja, geht direkt auch mit hin. So, wie sieht die A-Deckung aus? Okay, interessant auf jeden Fall. Ich bezweifle allerdings, dass da Equipment vorhanden ist. Schauen wir mal. Ah, doch, Lomme hat eine Flash. Er hat auch eine zweite. Jetzt gibt sie vielleicht eine Tür. Snappy ist raus. Ah, wo ist der Neo-Spieler? Okay, der ist der Offensiv. Lol. Verschoben. Oh nein, sind das hier die Cracks? Da liegt leider auch nur eine Smoke. Snappy macht immer nochmal den Booster. Na, schade. Ich habe jetzt irgendwie nicht genau geguckt, wo der Neo-Spieler hin ist, aber ich glaube, er hat im richtigen Zeitpunkt weggeschoben, um somit nicht Gefahr zu laufen, geholt zu werden. So, jetzt auch eine Full-Eco, die wohl zum B-Spot geht. Trace, Trace Mitte. Türkische Tür ist auch umgeladen. So, okay, den Türkisch räumen da die Eco auf. 13:0, ich hab mal wieder vergessen zu tickern. So. Sehen wir eine AP? Yep, wir sehen eine AP von Kulan. Setka mit Gebäck. Oh, Kulan hat hinten bekommen. Ist allerdings anscheinend hinter der Kiste, wenn der jetzt einfach vorgeht. Kann ihn niemals mit Doppelsum töten. Wissen das auch. Arcadian und Shipnix spielen da ihre unten. Ihre Deckung im. In den Katakomben. Schieben jetzt auch weg. Shipnix, ja, er ist unten. Ich nehme jetzt komplett nochmal über Lobby auf. In der Go, wenn sie jetzt. Schneller mal. Sich für was entscheiden. Also, wenn sie. Boah, perfekt, das meine ich. Sie kennen sich einfach so gut. Sie kennen einfach die Taktiken von Israel. Da hat man auch so oft auf meinem Stream gesehen, dass Arcadian und Türkisch da unten blocken zusammen. Einfach mittlerweile sehr bekannt. Boah, sie schieben sogar nochmal rüber. Sehr, sehr schön taktisch gespielt von der Nexus. Gefällt mir. Allerdings macht es Israel auch super. Blockenkatze könnten da jetzt auch runtergehen, um noch mehr Infos zu bekommen. Und Trace am B. Zum Spray. Oh. Macht auch nur einen. HE sitzt ganz. Ja, sitzt ganz gut. Oh nein, Lomme hat einen Step gemacht. Oh, zieh doch wieder einen los. Sehr schön. Nein, Lomme, was machst du denn? Warum bleibst du nicht defensiver? Ah, Fehler von Lomme, der gefällt mir halt irgendwie nicht so gut. Einfach nach dem Frag weiterhin Dev bleiben und nicht irgendwie so raus und Arcadian direkt töten wollen, sondern einfach Dev. Auch bei seinem Mage steht halt auch in einer ungünstigen Position, also nicht perfekt verteidigt hier den Plant. So gut eigentlich gespielt die Runde, aber dann am Ende fehlt es halt noch.
an der Bombenverteidigung. Nochmal gekauft, direkter Katze getaggt. Fuck, Mann. Eine Sekunde eher und er kommt nicht mehr auf Spot, Trace. Krüger, Barry immer mit Refrag. Colon hat das allerdings noch. Immer noch weiterhin alle an der Katze. Lol, da war er drauf. Oh, sehr schön von Barry. Der die Runde entscheidet. Schipnix ganz low. Am Neo mit 3 AP. Wissen, wo er ist. Und Zahnio einfach mit viel Feuerung. Sehr schöne Runde. Auch wenn sie da eigentlich auf eine Wand drauf zugelaufen sind. Ich meine, da waren vier. Ich glaube, ja, vier waren da am A. Aber Barry hat es einfach entschieden in der Mitte. Auch nicht so gut reagiert, hätte vielleicht mal eher eine Mitte reinflächen sollen und die Mitte blocken sollen. Das hätte gern mit wiedergebackt. Türkisch kriegt die Hits. Und ich habe letztens von irgendeinem Spieler gesehen, dass er einfach reinspringt und hier hinter der Kiste chillt. Weil da kann man ja nicht gebankt werden durch die Kiste noch mit. Und so könnte man trotzdem, trotz dass die Banks kommen, weiterhin hier Z stehen, theoretisch. Sollte man sich auf jeden Fall merken, wenn man Z-Spieler ist. Weiß jetzt nicht mehr genau, bei wem ich es gesehen hatte. Könnte aber durchaus auch ein Israel-Spieler sein. Mitte wird jetzt gepusht. Und ja, sehr schön. Arcadian zieht rum. Nein, kriegt leider nur einen. Kann aber bestimmt. Konnte bestimmt mehr ansagen. Zanoi, größer Kolon. Wird wirklich auch sehr schön gepusht. Macht er beide und letzte ist Lomme in der Lobby. Wird jetzt auch nochmal eingekesselt von Türkisch. Aber Trace einfach Mitte ins Gesicht, 5 zu 1, Peinbombe gelegt. Riecht nach Eco. Gelegt, was ging. Baut nochmal über unten auf. Keine Kontrolle am Z. Könnte aufgehen, wenn Schipnix schnell stirbt und die Smokes gut kommen. Oh, jetzt kommt. Oh, super Timing jetzt, oder? Gibt's jetzt die Flash? Oh. Sehr schönes Timing von Anexis. Der muss sterben am Spot. Und jetzt die Smokes, dann erst durch. Ja, oder offenlegen, wer geflasht wird. Auch eine Möglichkeit, aber Türkisch hält einfach rein. Ja, da fehlt halt einfach, dadurch, dass man so wenig Geld hat, auch das Equipment für die Smokes. Die Taktik ist natürlich nice, aber wenn die Smokes dann fehlen. Oh, 2 HP. Lucky, lucky, lucky für Türkisch. Oh, er kriegt sogar noch den High E-Frag. Und Colon 1-on-1 gegen Nugi. Die beiden AWPs hier gegeneinander. Allerdings nur Colon mit AWP am Start. Nugi mit der AK. Nugi keine Bombe. Die liegt da vorne irgendwo. Ah, Colon macht's. Hat er einfach den HP-Vorteil. Bombe hätte hier irgendwo gelegen müssen haben sollen. Egal. Sehr, sehr knappe Runde. Aber da sieht man wieder so, dass Ausspielen dann am Ende sitzt noch nicht ganz so gut. Ich meine, selbst ohne Smokes kann man das vielleicht holen, wenn die Flashes besser sitzen. Dafür irgendwie die Flashes perfekter auch in Highway kommen. Nicht nur zur Mitte so straight. Dass vom Timing besser ist, dass dann, wenn die Flashes geflogen sind, dass dann direkt einer auf Spot springt, also die Bombe und legen kann. Dann kann man auch so eine Runde ohne Smokes holen. Aber Israel macht es einfach auch viel zu gut. Und führen jetzt hier auch verdientermaßen 7 zu 1.
ganz, ganz wenig Bombplants hier. Ich kann mich jetzt auf die Schnelle an keine. Ich spiele nicht mit Wallhack. Ich streame mit Wallhack. Ich schaue mit Wallhack zu. Israel blockt wieder unten. Nexus ist diesmal aber allerdings nicht am Start. Kohle und Tönnig pushen da B. Der Säule. Okay, sie wird nicht gesehen. Schöner One-Shot an Kolon. Schönes Pre-Aim. So, was macht man jetzt? Kolon ist allein unten. Da kommt keine Flash mehr, nichts. A zu executen wäre jetzt nicht so klug. Allerdings sitzt die Flash gut. Trace ist da blind. Spots sind drauf, Arcadian. Oh Gott, oh Gott. So, und sie müssen wissen, genau. Wenn Arcadian da drin ist, ist höchstwahrscheinlich auch Schipnix da drin. Und Türkisch wird das einfach versuchen, allein weil sie nicht viel Geld haben. Sie boosten jetzt und ist die Runde fast gewonnen. Wenn beide das jetzt klug machen. Barry legt an. Zanyoi müsste da eigentlich. Problem ist, dass sie beide relativ wenig haben. Ja. Barry einfach viel zu klug. 7-2. Meiner Meinung nach ein bisschen unverdient. Allerdings waren die Flashes gut in die Mitte. Trace blind geworden. B wäre komplett offen gewesen. Aber gut. Israel natürlich gekauft. Nugi wieder allein mit. Es gibt wieder direkt. Sehr schön. Einfach rumgezogen von Nommel. Boah. Geile Runde von ihm. Diesmal war das Timing einfach perfekt. Diesmal hat man nicht so lange gewartet. Einfach super schnell rumgezogen. Israel war dann nicht bereit, irgendwas zu machen. War dann wahrscheinlich auch gerade im Besprechen, was sie umstellen oder was weiß ich. Und türkisch letzter Mann. 16-3 Stats für ihn. Der Ping bei Arcadian ist einfach so lächerlich. Snappy auch. Das ist so krass. Tja, in Dänemark müsste man wohnen und auf dem dänischen Server spielen. Dann geht rein, dann macht es erst Spaß. So, damit kann man spielen. Da kann man durchfliegen. So, noch mehr Comments. Sieht nach einer Eco aus. Ich bleib jetzt auf Türkisch. Der da seine Waffe durchbringen konnte. Zwischenzeit mal einen kleinen Blick auf die alte Org Comments. Stream Section ist gerade tot. Was macht er mit dem Refrag? Oh Gott, die Eco. Snappy low. Zanoi muss es richten. Trotzdem noch Vorteil. Türkisch sollte da vielleicht auch die Waffe abgeben. Sollte er reloaden und die Waffe an Schipnix oder. Probiert es ja allein. Holt sich jetzt, wenn er es wirklich macht, gute Kontrolle. Ja, er pusht sogar durch. Trace braucht da. Er spielt es einfach so gut gerade. Sollten sie wirklich die Eco gewinnen? Snappy deckt sogar nach hinten. Oh. Und ich kann mir vorstellen, dass. Snappy das gleich abbricht. Ja, jetzt schiebt er weg. Gut, Türkisch braucht noch so 5-10 Sekunden, bis er da ist. Gut, Snappy hat immer wieder Fokus auf hinten. Allerdings ist halt die Frage, schafft. Oh, schiebt nichts. Oh, die Runde. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. So, Mitte sind jetzt unten. Sind auf Spot gekommen. Hat ich ja jetzt auch verstanden. Beide auf Spot. Und ich bleib jetzt auf Zanoi, der die 100 HP hat. Er muss es richten. Kommen die Flashes. Sie wissen, dass auf Spot einer ist, mindestens. Können sich noch nicht sicher sein. Oh, kommt da eine HE? Boah, da kommt eine HE. Die hatte Türkisch noch auf der letzten Runde. Und somit Zanoi, letzter Mann, wird jetzt komplett eingekesselt. AKs wurden auch gepickt. Sehr, sehr schöne Eco. Verdattelt von der Nexus. Ich glaube, ich hatte da leider weggeguckt.
Sie waren einfach zu offensiv in der Lobby. Wenn sie da einfach eine normale, solide Standard-Heko spielen, wenn sie da irgendwie Def hinten stehen erstmal, dann geben sie sowas sehr wahrscheinlich nicht ab, aber so krasse Eco von Israel, natürlich von Türkisch in erster Linie, der einen extrem guten Job macht, jetzt auch schon wieder einen First Check bekommen hat. Mit Low HP wegkommt. Oh, Schipnix. Ist der alleine unten diesmal? Alleine in der Katze. Boah. Aber Krüger Barry macht heute auch extrem viel Damage. Oh, hat Snappy den. Oh, Snappy. Snappy. Ist jetzt angesagt. Wieder das Duell. Barry hilft dem. Kolon jetzt im 1-on-4. Sehr schön die Runde gedreht. Sollte die vierte Runde werden für Anixis. Pusi ist auch bekannt. Na, Nogi, den darfst du aber auch mal eher machen. 8 zu 4. So, Streams wieder da. Ja, da bin ich wieder. Geld vor Ort wird ein ganz wenig kommentiert. Aber natürlich auch verständlich, Cast, der schließlich in Deutsch. War heute aber, muss ich zugeben, kurz am Überlegen, ob ich auf Englisch caste. Einfach weil es natürlich ein internationales Match ist. Und es sich angeboten hätte, da sonst ich nirgendwo einen anderen Stream gesehen hätte. Aber gut, mach's jetzt auf Deutsch. Haben auch so genügend Leute eingeschaltet. Danke schon mal dafür. So, die Eco wird jetzt sehr, sehr seriös, sehr, sehr langsam runtergespielt. Man wird jetzt auf A gehen, wahrscheinlich auch mit Grandstar einnehmen. Krüger. Natürlich immer Krüger. Natürlich Barry. Trace ist Posi auch bekannt. In die Fresse, Lomme. Er weiß, dass auch links einer ist. Zweiter One-Shot. Krasse Diege von Trace. So, Barry macht seinen dritten, vierten oder so in der Runde. Fünfte Runde und sieht auch ganz gut aus. Ist jetzt noch bei der letzten Runde holen, dann sehe ich durchaus Chancen für die Map. Natürlich interessant, wenn dann jeweils der Gegner die hauseigene Map holt. Aber wir sehen wieder eine AWP bei Kolon, der jetzt nicht am B spielt. Oh, Nogi allein. MZ. Jetzt eingenommen. Kolon macht den First Weg zur Katze. Ich glaube, da wollte man wieder einfach so rumstrafen. Stimmt auch. Ist wieder so eine Chaosrunde. An jeder Ecke was passiert, alles nicht wirklich ineinander greift. Bitte schiebt jetzt auch nach. Oh, schön. 2-gegen-2-Situation hat man jetzt. Die Smokes liegen noch. Auf jeden Fall leichter Futter jetzt für die Ts. Aber sehr, sehr schön gepusht von Trace. Aber es dürften sie gehört haben. Er hat Steps gemacht. Jetzt ist die Frage, wie sie ihn ausspielen. Und dann müssen sie es bald tun, weil sonst ist Türkisch da. Mein Nugi natürlich auch eher nicht so gut mit der AWP, wenn er da jetzt vorspringen würde auf die Kiste. Schiebt jetzt auch rüber. Da werden auch die Minimizeps selbst gemacht. Perfekt gespielt von Israel, allerdings auch ganz gut gespielt von Anixis. Leider verschießt Nogi den ersten Shot. Und wer war der andere? Lomme, oder?
Ja, Lomme. Lomme wahrscheinlich auch nicht. Ja, ist halt schwierig. Also, wenn Nugi da nicht oben ist, sondern Lomme mit AK, kann er auf die andere Kiste springen. Trace spotten, nochmal kurz wegziehen und dann ihn töten. So war allerdings Nugi oben, war vielleicht nicht. Tja, im Endeffekt entscheidet dann so eine klitzekleinigkeit die Runde. Schöne Frick von Trace. Macht doch einen Headshot an Barry. Finde ich den jetzt auch mit Headshot. Was ist die neunte? Ne, ist ja schon. Ist die zehnte Runde, ist die letzte Runde in dieser Halbzeit. Krass, also türkisch ist super halt. Fast alle, bis auf Schipnix, der nicht wirklich dann ausgestochen hat, aber sehr schöne Halbzeit, sehr schönes Hin und Her, coole Runden dabei, schöne Frags. Hätte mir da ein bisschen mehr Varianz gewünscht, auch mal zum B-Spot, aber gut. Bin mal gespannt, ob mein nächstes jetzt wieder schafft, die Pistol zu holen, um im Spiel zu bleiben. 5 zu 10. Geht leider direkt weiter, keine Zeit für eine Werbepause. Kurzes Werbepause und dann soll es ja auch weitergehen. So, jetzt gibt es die Restarts. Alle, die Werbung gesehen haben, sollten auch mich langsam wieder hören und sehen. So viele Weste gehört. Und Israel hat vorhin schon auf Inferno B gerusht. Und jetzt scheinen sie wieder ganz schnell zu rushen. Geht direkt schnell mit hoch. Hat sie auch geblockt. Die Bombe. Nein! Snappy stirbt. Krüger nur noch Low HP. CT ist allerdings gut geschoben. Knappe Runde, kann man nicht so wirklich einschätzen, wer jetzt hier im Vorteil ist. Okay, den schiebt doch nochmal weg. Sie müssen eigentlich wissen, dass Barry low ist. Sollten da vielleicht eher versuchen, dorthin zu gehen. Allerdings haben sie keine USP. Nugi hat auch eine gute Position in der offenen Tür. Schieben jetzt auch komplett in die Lobby nochmal und es soll wohl B gehen. Bombe haben sie natürlich am Mann. Nugi spottet weiter in die Mitte, macht da ganz gute Kontrolle. Sollte aber langsam Anstalten machen, rüber zu schieben. Z wäre jetzt die ganze Zeit offen. Oh Gott. Oh, perfekt von Türkisch, dass er da nochmal spottet. Oh. So, Zanoi. What? Schöner Halt vor Leck. Verdammte Kacke. Zanoi macht nur einen und oh, die beiden nächstes Spiel sind super low. Und das ist ein leichtes Spiel für Israel, hier die Runde zu holen. Schade. Interessante Pistole aber. Am Ende dann aber wieder nicht gut runtergespielt von der Nexus. Zu wenig Kontrolle. Nugi auch da allein gepusht, hätte da auf jeden Fall jemanden gebraucht, der Mitte mitkommt oder von oben runter zielt oder was auch immer. Schade, somit 11. Runde schon. Und mein Wunsch nach einer dritten Map soll wohl nicht erhört worden sein. Oder wurde nicht erhört. Hat der Damage gefangen im Z. Alle Deagle ziehen da jetzt zusammen Mitte und Z rum. Sie ziehen sich komplett zurück, Israel. Sehr schön gespielt. Da alles sehr sichere Position. Kommt da weg. Da kriegt keiner einen leichten Frag. Perfekt nochmal zurückgeschoben. Schöner Sprüh von Türkisch. Ins Leere. Ich meine, Damage ist viel gefallen, aber bringt halt alles nichts.
Tja, und dann ging die Deagle Echo auch in die Hose. 12. Runde für Israel, jetzt gleich die 13. Und danach ist man auch nicht gut ausgerüstet. Eine AWP wäre sehr unwahrscheinlich. Da mal kurz hinten an der Baustelle auf. Letztes auch dort. Der gute Nugi. Er macht immer noch mal einen. Ah, ich weiß nicht. Mit dem Frag? Ne, ich glaube, das reicht nicht, oder? Reicht das für eine Arme? Nee. So, 13 Runde. So, bitte, Nexus. Ich will eine dritte Map sehen. Ihr da draußen hoffentlich auch. Wird wieder gebankt von Trace. Und Israel spielt was ähnliches. Direkt Katze Contact und Türkisch macht jetzt einen langen Strafe. Ich weiß nicht, ob es gut ist, da zu springen oder einfach einen langen Strafe durchzumachen. Boah, wichtig von Snappy, dass er da die Mitte hält. Alle in der Baustelle bzw. in der Katze. Schöner E. Sitzt richtig gut. Kolon macht da allerdings nochmal den Neo-Spieler, glaube ich. Jetzt bräuchte Nugi eine Flash. Da gibt's die Flash. Sehr schönes Teamplay. Sehr schön kommuniziert von Nugi. Wollte es gerade sagen und dann passiert's auch. Und die war es, glaube ich, von Snappy. Also perfekte Runde von ihm. Sehr schön gespielt. Sehr wichtig vor allem, dass er auch den Frag in der Mitte macht. Dann nochmal Flash für seinen Mate. Kolon last mit Standing. Zeigen sich da auch nicht dumm. Sollten da auch, werden da auch wirklich gut daran beraten, keine Waffe mehr zu verlieren. Einfach um hier wirklich Geld aufzubauen. Och! Ich wollte gerade sagen, die Smoke begünstigt Nogi, aber Kolon einfach Gesicht durch die Smoke. So, Snappy finde ich den. Nochmal ein kleines Sahnehäubchen drauf auf seine sowieso schon gute Runde 6 zu 13. Und jetzt vielleicht mal ein kleines Comeback hinlegen. Ich traue mich immer nicht auf die Links zu klicken auf dem Twitch-Chat. Ich glaube, die meisten sind eh Werbung oder irgendwelche Scheiße. Aber ich habe da schon auf jeden Fall ein paar Leute gebannt. Das sollte ich einfach verbieten, dass man Links im Twitch-Chat schreibt. Ja, kannst du. Ich weiß nicht, ob du mir überhaupt zuhörst. So, wir sehen nochmal eine Buy-Round. Viel Kontrolle davon. Viel Kontrolle von den Ts. Barry ist auch mit drüben am Z. Und das geht jetzt zum A. Keine AWP bei Nexus. Interessantes Doppel. Oh, schöne Runde von Schipnix. Aber Snappy nochmal. Und natürlich für Zanoi. Oh, schade, hätte fast noch die Bombe gehabt. Hat einen Hit bekommen. Krass. Krass Runde von Kolon und Zanoi. 14. Runde. Oh, und Nexus muss sparen. Haben auch vorhin zwei Waffen verloren. Jetzt alle Lommen mit keinem Frag. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mir echt drei Maps irgendwie erhofft. Aber jetzt ist es wohl schon fast besiegelt. Viele haben es auch im Vornherein predicted, dass hier Israel die Liga gewinnen wird. Und ich muss dann gleich echt nochmal schauen,
wie das Preisgeld technisch aussah. Moron hatte da eine SZ geschrieben. Nix. Insgesamt geht es wohl um 1180 Euro umgerechnet. Keine Ahnung, wie da die Preisgeldstruktur aussieht. Aber ich denke mal, da gibt es mindestens 500 für den ersten, wenn nicht sogar noch mehr. Ob sich das jetzt lohnt oder nicht, müssen die Spieler selbst wissen. Ich meine, das Turnier ging aber jetzt auch schon eine Weile. Ich glaube, mit Gruppenphase und dann Playoffs ging es schon über einen Monat, glaube ich, mindestens. Schon einige Spieler dabei, aber die Dänen sind ja hier beide sehr aktiv in letzter Zeit. So, letzte Runde wahrscheinlich in diesem Spiel. Alles gekauft, nochmal was geht bei Anaxis. Kolon wieder First Check. Also, ich verstehe auch nicht, warum Lomme da allein so an der Kante steht. Aber Barry setzt nochmal Akzente in der Mitte. Oh, der Spieler Trace kann der jetzt super abfacken. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Snappy mit Reflag. Überzahlsituation jetzt sogar für Anaxis. Vielleicht doch nochmal eine Runde. Kolon allerdings noch mit ABP sollte man nicht fahrlässig jetzt mit reinlaufen im Connector. Macht Nogi auch nicht. Sehr klug. Barrier. Ah. Sehr interessante Runde jetzt. Ich meine, nach hinten ist dicht. Sie können nur auf A. Gefällt mir nicht wirklich, dass Nogi da noch ist. Er kann Barry nicht helfen. Ich meine, gut, Snappy muss noch nach hinten dicht machen. Sie haben halt noch, hätten halt noch genügend Zeit. Somit ist natürlich auch ein kleiner Effekt dessen, dass Nogi da weiterhin noch Connector zielt und Snappy nach hinten. So, jetzt schieben sie weg und jetzt kommt der Go. Jetzt, wenn Snappy da ist, Barry helfen kann, dann sieht's ganz gut aus. Oh Gott, was eine Flash. Aber Reflag von Nogi. Schipnix hat die Bombe, kommt auf Spot. HE sitzt gut. Aber Snappy von hinten. Jetzt können sie ihn einfach einkesseln und Shipnix macht sein einzig Wichtige, geht auf Frag. Aber Snappy ist schon da. Allerdings vier Waffen verloren. Bombe wurde auch gelegt. Vier Waffen verloren. Immerhin hat er nochmal die Arme bekommen. Können sie da gleich einen Nuggie legen. Israel wird auf jeden Fall kaufen, egal wie viel Geld sie haben. Anaxis hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten noch mit dem Geld. So, nochmal auf Nugi. Oh, Nugi hat gar nicht die Arme bekommen. Zahnari vielleicht am Nugi. Jetzt man spielt weiter. Was gefällt mir mit Low Equipment wahrscheinlich einfach mal offensiv zu blocken, die Katze. Und gefällt mir auch, dass sie das dort machen, weil Lomme da echt Schwierigkeiten hatte, jetzt da was zu reißen. Ja, Zahnwürfel spielt am B. Oh, macht 40. Ach, kommt zum Glück nochmal weg. Alex Z-Gang aufpassen. Schlechte Deckung. Schlechte, schlechte Deckung am Z. Und B. Da hat einfach die Kommunikation gefehlt. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn Kolon den Frag nicht macht im Z, sieht das natürlich ganz anders aus. Aber natürlich auch ein nicht so guter Laufweg dann von Zahnwürfel direkt da in Kolons Arme zu laufen. Aber vielleicht geht der Retake ja doch nochmal auf. Aber einfach viel zu gute Posis von Israel. Und das ist GG, da sind die Spiele auch schon instant runter, 16 zu 7. Israel gewinnt 2 zu 0 nach Maps dieses Match und somit auch das gesamte Turnier. Was ich in den letzten Tagen und Wochen ja fast nur oder eigentlich nur aus Sicht von POD übertragen habe. Da findet ihr auch noch die VODs auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/familgalas. So, noch ein kurzes Werbepäuschen und dann schauen wir uns mal den Turnierbaum an. Mal schauen, ob ich das jetzt noch fix hinkriege.
Das nehmen wir mal raus und hier gehen wir mal hier rauf und hier klicken wir mal dort. Ich hoffe, man sieht es. Kann natürlich auch ein bisschen ranzoomen. So, Achtelfinale, da hat ein Nexus. Oh, da gab es anscheinend einen Deathwin. Die Griechen weggeschossen, die kenne ich nicht. Wikipedia hat es auch gegen ein unbekanntes belgisches Team. Nächste Runde Nexus gegen Israel. Nee, Istrelis. Konnten da auch gewinnen. Wikipedia, das war auch ein ganz ansehnliches Match, glaube ich, gegen HSBG. So, Wikipedia gegen Pod habe ich übertragen mit Pods Team Radio. Also für alle Interessierten, geht auf meinen Twitch-Kanal, da könnt ihr nochmal das Spiel verfolgen. Anexis konnte auch E2G locker mit 2:0 nach Maps besiegen. Also war auch ein eindeutiges Match und jetzt hier das Finale 2:0 für Wikipedia aka Israel. Spiel um Platz 3 hat auch schon stattgefunden. E2G, die Franzosen, haben dagegen unsere Jungs aus Deutschland gespielt, gegen die Pott-Jungs. E2G konnte da leider 2:0 gewinnen, aber ich habe gesehen, dass Nuke 16:14 an die Franzosen ging. Also wäre fast sogar 2:1 geworden, aber hätte nicht so sein. Gut, wir sehen uns dann am morgigen Abend wieder gegen. Dann spielt Alternate gegen irgendwelche Russen noch im Asus Cup. Ja, gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich hau noch ein kurzes Musikstückchen rein und dann bin ich auch offline. Danke fürs Einschalten. Bis morgen, Denne, und ja, macht's gut. Schönen Abend noch.